Hallo meine Lieben, ich bin gerade hier am Packen, wie ihr seht. Bei uns geht es nämlich demnächst in den Urlaub. Wir freuen uns schon sehr. Ja, in etwas mehr als einer Woche fliegen wir nach Fuerteventura. Das ist unsere erste Flugreise mit dem Kleinen. Und zwar werden wir dort eine Woche lang in den Robinson Club gehen. Ja, für mich persönlich ist das tatsächlich mein erster Cluburlaub. Mein Mann hat das tatsächlich als Kind oder als Jugendlicher schon mit seinen Eltern schon öfters mal gemacht. Und ja, wir haben einfach lange rumüberlegt, was wir machen. Also ich persönlich bin eher so der Mensch, der eigentlich normalerweise eher gerne so Roadtrips macht, viel rumfährt, sich viel anschaut und so. Aber jetzt mit unserem Kleinen ist es natürlich einfach super schwierig. Er fährt auch nicht gerne Auto und von daher war auch immer klar, dass wir irgendwas Entspanntes machen wollen. Und ja, wir sind auf den Robinson Club gestoßen und hat uns einfach sehr gut gefallen, weil es ja auch irgendwie ein Schwimmerbecken gibt. Man kann einfach super viel Sport machen und es ist halt einfach wirklich sehr stark auf Familien ausgelegt. Also man bekommt irgendwie eine komplette Ausstattung mit Babybett, Windeleimer und so weiter vom Robinson Club gestellt. Und es ist einfach eine super schöne Anlage direkt am Meer gelegen. Es gibt super viele Sportmöglichkeiten und man muss sich halt um nichts kümmern. Das ist für uns jetzt gerade einfach genau das Richtige. Die letzten Wochen waren natürlich auch relativ anstrengend. Weil der Kleine auch so ein paar Mal ein bisschen krank war und einfach sehr anhänglich und ich selber bin auch gerade noch erkältet, wie man mir auch anhört. Ja, von daher wollten wir was ganz Entspanntes machen und dachten, der Robinson Club ist da auf jeden Fall sehr gut geeignet und ja, freuen uns jetzt schon riesig, dass es auch schon bald losgeht. Ja, ich werde es noch ein bisschen weiterpacken und melde mich dann in den nächsten Tagen nochmal bei euch. Ja, ich wollte mich nochmal mit einem kurzen Update zu unserem Urlaub melden. Wir wären nämlich tatsächlich eigentlich morgen geflogen. Es war jetzt allerdings in den letzten Tagen alles ziemlich chaotisch und wir dachten eine Zeit lang, wir könnten tatsächlich jetzt gar nicht fliegen. Ja, also zum einen ist morgen am Frankfurter Flughafen und auch in anderen Städten ein riesiger Streik, wo gar nichts geht und schon gesagt wurde, dass man auf jeden Fall nicht kommen soll. Unser Flug wurde jetzt auch auf jeden Fall schon storniert. Und zum anderen hat sich auch bei mir tatsächlich vor 2 Tagen herausgestellt, dass ich irgendwie einen Stein in meiner Speicheldrüse habe. Also so wie man Gallen- oder Nierenstein hat, kann man das auch in der Speicheldrüse anscheinend haben. Und es ist auch sehr entzündet, auch angeschwollen und tut auch beim Essen sehr weh. Und ja, der erste Arzt, mit dem ich darüber gesprochen hatte, der meinte, dass er mir jetzt nicht empfehlen würde, in Urlaub zu fahren, weil ja, er meinte, es kann einfach viel schlimmer werden und dass jetzt wohl auch eine Reihe von Untersuchungen irgendwie notwendig sein werden. Ja, dann waren wir erstmal sehr traurig und dachten so, oh Mist, wir müssen den Flug jetzt oder den Urlaub jetzt irgendwie komplett stornieren. Ich habe allerdings noch mit einem anderen Arzt gestern gesprochen, der hat es deutlich entspannter gesehen. Also der meinte, dass ich halt Antibiotikum nehmen soll und das dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder besser werden wird. Und ja, wenn mich jetzt die Schmerzen nicht so sehr stören, dann kann ich auf jeden Fall trotzdem in den Urlaub fahren. Das reicht auch, wenn ich dann einfach in 2 Wochen dann wiederkomme und es halt wieder angeschaut wird. Und ja, da haben wir jetzt ein bisschen rumüberlegt, ob wir es jetzt machen oder nicht. Aber es gibt für uns jetzt auch nicht so wirklich einen anderen Termin, weil wir dann auch direkt nach dem Urlaub mit der Kita-Eingewöhnung starten und ich dann ja auch irgendwie wieder das Arbeiten anfange. Und ja, von daher haben wir uns jetzt entschieden, dann doch in Urlaub zu fahren und haben jetzt unseren Flug auf Sonntag umgebucht. Samstag war leider alles ausgebucht wegen des Streiks. Aber wir fliegen jetzt dann ja mit 2 Tagen Verspätung am Sonntag. Ja, freuen uns jetzt, dass wir auf jeden Fall dann doch wegkommen und der Urlaub jetzt nicht komplett ins Wasser fällt. Ist jetzt ein bisschen schade, weil es jetzt statt 7 Tagen dann nur noch 5 Tage sind. Aber ja, wir kommen jetzt auf jeden Fall trotzdem weg und ja, haben jetzt dann noch 3 Tage, dann geht's auch endlich los. Ja. Das nur mal so kurz als kleines Update. Ich werde euch auf jeden Fall dann mitnehmen, sowohl bei der Anreise als auch dann vor Ort. So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Unsere Reise geht jetzt heute mit 2 Tagen Verspätung doch noch los. Wir freuen uns. Jetzt wurde uns nämlich gerade gesagt, dass unsere Maschine anscheinend einen technischen Defekt hat und eine neue eingeflogen werden muss von einem anderen Flughafen. Ja, von daher haben wir jetzt irgendwie 4 Stunden Verspätung, ist echt super nervig, aber ja, kann man jetzt leider nicht mehr ändern. Und ja, wir haben jetzt hier notdürftig ein Handtuch und 2 Jacken ausgebreitet und ja, lassen den Kleinen jetzt hier gerade ein bisschen rumturnen. Er sieht auf jeden Fall ganz happy aus. So, jetzt gibt es sein Essen und dann geht es zum Glück in 30 Minuten auch schon wieder los mit Boarding. Juhu, wir haben es geschafft. Wir steigen jetzt ins Flugzeug ein und es geht endlich los nach Fuerteventura. So, wir sind jetzt in der Maschine. Bisher macht der Kleine den Flug auf jeden Fall sehr gut mit, hat auch noch gar nicht geweint, aber muss ihn schon auf jeden Fall ziemlich intensiv beschäftigen. Hallo meine Lieben, so, wir sind jetzt mittlerweile auf Fuerteventura angekommen. Ja, es hat eigentlich gestern alles ganz gut geklappt. Der Flug war eigentlich ganz unkompliziert, der Kleine war echt sehr gut drauf. Es wurde dann nur leider aufgrund der Verspätung dann doch gestern Abend ziemlich spät. Wir mussten dann noch 1 Stunde vom Flughafen zum Hotel fahren und dann war leider das Problem, dass wir jetzt noch sehr, sehr lange auf das Babybett gewartet haben. Wir hatten das zwar vorher angekündigt, aber irgendwie hatten die das vergessen und dann musste das erst noch geliefert werden und wir haben dann mindestens 4 Mal an der Rezeption angerufen, weil wir wirklich 1,5 Stunden darauf gewartet haben und ja, der Kleine ist dann, glaube ich, irgendwie nach deutscher Zeit erst um 9:30 ins Bett. Das war natürlich dann schon sehr spät und er war dann auch schon sehr lange wach. Die Nacht war dann auch dementsprechend nicht so toll, er ist, glaube ich, wirklich jede Stunde einmal aufgewacht. Ja, war dann einfach wahrscheinlich doch für ihn ein bisschen viel der Tag gestern.
Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir hier sind. Das Wetter sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Und ja, wir wollen dann jetzt gleich mal zum Frühstücksbuffet gehen und uns auch noch mal kurz die Anlage ein bisschen anschauen. So, ich zeige euch jetzt einmal schnell unser Zimmer. Ja, ist leider schon ein bisschen unordentlich. Genau, also das ist der Schlafbereich mit dem Babybett, was wir hier von der Unterkunft bekommen haben. Und dann kann man hier noch einmal die Treppen runtergehen. Dann kommt da noch so ein kleiner Sitzbereich. Da haben wir jetzt auch so eine kleine Wickelecke für den Kleinen eingerichtet. Da turnt er auch gerade schon rum. Ja, und dann geht es hier raus auf die Terrasse, die zu unserem Zimmer gehört. Da saßen wir gestern Abend, als der Kleine geschlafen hat. Und dann geht es hier noch weiter in den Gartenbereich, der dann für alle zugänglich ist. Und da im Hintergrund sieht man tatsächlich auch das Meer. So, wir laufen jetzt gerade zum Frühstück. Ja, die Anlage ist wirklich super schön, also so toll bepflanzt, super ordentlich, echt super weitläufig. Und ja, das Wetter ist auch sehr angenehm. Es hat gerade so knapp 20 Grad, also auf jeden Fall so Pulli-Wetter und soll aber auf jeden Fall heute auch noch ein bisschen wärmer werden. So, wir sind jetzt hier beim Restaurant angekommen. Es gibt hier tatsächlich sogar einen Kinderwagenparkplatz, ziemlich abgefahren. Wow, voll der riesige Raum. Ich nehme euch mal kurz ein bisschen mit durchs Buffet. So, also hier gibt es erstmal wirklich Brötchen in allen Varianten, die man sich irgendwie vorstellen kann. Ja, hier geht es dann weiter mit ganz vielen anderen Backwaren, also Croissants und alles Mögliche. Ja, Waffeln und Pancakes dürfen natürlich auch nicht fehlen für die vielen Kinder, die hier sind. Dann natürlich standardmäßig hier Käse, Salat und Wurst. Ja, hier ist jetzt eher so die gesunde Ecke. Also da gibt es wirklich so Fitnessessen, also so verschiedene Varianten von Porridge, zum Beispiel sowas aus Quinoa, was auch, glaube ich, nicht gesüßt ist. Das werde ich auf jeden Fall den Kleinen dann auch mal mitnehmen. Vielleicht will er da auch ein bisschen was essen. Ja, hier gibt es dann noch Smoothies, einen Chia-Pudding und hier kann man sich auch frischen Obstsalat holen. Und hier gibt es dann nochmal alle möglichen Arten von Müsli, Joghurt, Cornflakes und was man sich alles mal vorstellen kann. Ja, das war mal so eine schnelle Tour durchs Buffet. Es gab auch noch Rührei und Ähnliches, das habe ich jetzt nicht gefilmt. Ah ja, und hier, last but not least, gibt es auch noch Obst und auch noch ein paar Säfte. Echt ein tolles Buffet, also man weiß echt gar nicht, wo man anfangen soll. Ich muss mir echt erstmal überlegen, was ich mir jetzt als erstes irgendwie hole. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier einmal durch das Tor aus der Anlage raus. Hat schon wieder so eine tolle Aussicht von hier. Da unten ist der Strand, da werden wir dann auch gleich mal runtergehen. Ja, der Kleine schläft jetzt schon im Kinderwagen. Mein Mann fährt ihn hier gerade ein bisschen auf und ab. Wir wollen jetzt mal hier diesen Weg oberhalb vom Meer etwas langlaufen. So, wir sind jetzt beim Lunch. Ich habe mir hier einen großen Salat geholt und für den Kleinen auch noch ein bisschen was. Also hier ein paar Kartoffeln, Brot, Käse und falls er möchte, habe ich ihm auch noch so ein Gläschen geholt, was man hier auch bekommt. Also ziemlich cooles Angebot hier auf jeden Fall. So, wir haben jetzt fertig gegessen und wir wollten jetzt mal kurz hier die Sportmöglichkeiten, vor allem die Tennisplätze anschauen. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal, zumindest getrennt voneinander, mal eine Runde hier zu spielen. So, hier rechts gibt es erstmal zwei Beachvolleyballfelder. Und genau, hier drüben gibt es dann noch ein großes Fußballfeld. Da sind auch schon ein paar Jungs fleißig am Spielen. So, hier kurz mal einen Saft mitnehmen.
So, und hier kommen jetzt die Tennisplätze. Boah, krass, sind das viele. Also hier gibt es welche draußen. Und dann hier unter den Kuppeln sind anscheinend auch noch Indoor-Tennisplätze. Boah, krass, da oben geht es auch noch weiter. Also das sind ja mindestens 10 bis 12 Tennisplätze. Krass, also hier kann man auf jeden Fall viel Tennis spielen. So, guten Morgen, meine Lieben. Es ist jetzt der zweite Tag angebrochen. Ja, wir waren gestern dann noch beim Abendessen. Das war auch sehr cool. Der Kleine hat auch wieder super gut gegessen. Also ich habe ihm irgendwie Kartoffeln und gedünstetes Gemüse und ein bisschen Fisch und alles Mögliche gegeben. Und hat es wirklich so gut mitgegessen und hat wirklich so viel gegessen. Also bestimmt, keine Ahnung, eine Scheibe Brot, mehrere Kartoffeln und alles Mögliche. Also er hat wirklich richtig seinen Spaß. Hier hat auch die ganze Zeit irgendwie die Kellnerin angelächelt und andere Leute und sah richtig happy aus. Ja, und der Kleine hat wirklich richtig gut auch hier geschlafen. Also er ist normalerweise ja ein richtig schlechter Schläfer und wacht wirklich ständig auf. Und er ist jetzt wirklich heute Nacht in Anführungszeichen nur dreimal aufgewacht. Also das ist für ihn wirklich super. Ich habe ihn um 8 ins Bett gebracht und hatte schon echt Sorge, dass so diese ganzen Reize vom Buffet und so mit den ganzen Leuten irgendwie zu viel für ihn war. Aber er hat dann irgendwie bis 1 Uhr durchgeschlafen und ist dann das erste Mal aufgewacht, was normalerweise bei ihm nie vorkommt. Er wacht mal so um 10 das erste Mal auf. Und dann ist er das nächste Mal gleich erst wieder um 4 und dann nochmal um 5 aufgewacht. Und dann so um 6.30 Uhr war die Nacht jetzt dann leider zu Ende. Aber ja, wirklich eine richtig gute Nacht für unsere Verhältnisse. Also ich glaube, die ganzen Eindrücke und die frische Luft und so scheinen ihm irgendwie schlaftechnisch irgendwie gut zu tun. So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Frühstück. Ja, hier werden ganz viele Aktivitäten angeboten, also echt alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Es gibt Wassersport, Kajak, Golf, Tennis, Personal Training, Yoga und vieles, vieles mehr. Also Langeweile kommt hier auf jeden Fall nicht auf. So, mein Mann kümmert sich jetzt um den Kleinen und ich habe jetzt gleich einen Massagetermin. Ich habe nämlich irgendwie ziemliche Rückenschmerzen, weil ich den Kleinen letzter Zeit so viel rumgetragen habe und freue mich schon mega auf die Massage. So, hier geht es in den Wellnessbereich. Hallo. Ja, hier ist auch ein Gym, da könnte man auch trainieren, wenn man möchte. So, die Massage war sehr angenehm, hat mich ordentlich durchgeknetet. Ich werde auch wahrscheinlich morgen echt ein bisschen Muskelkater davon haben. Ich wollte mir jetzt nochmal den Wellnessbereich hier anschauen. Es geht jetzt hier raus. Oh, auch mega schöner Pool hier, boah, mit einem Hammerblick aufs Meer. Gerade noch nicht so viel los hier, aber ich wollte mich jetzt mal kurz hier in die Sonne setzen und nochmal ein bisschen ein Buch lesen und die Sonne und den Aussicht genießen. So, mein Mann wollte jetzt heute an einem Kraulkurs teilnehmen, der hier angeboten wird. Und ich wollte mir jetzt mit dem Kleinen hier am Rand eine Liege suchen und ihn etwas rumtoben lassen. So, der Kleine sieht ziemlich happy aus. Er spielt eben mit meiner Handtasche. Sein Spielzeug war wieder langweilig. Aber es scheint ihm zu gefallen. So süß, ich esse gerade ein Croissant und der Kleine sagt die ganze Zeit da und möchte auch was davon haben. Vielleicht gebe ich ihm mal ein Stück. So, das ist heute das Frühstück für den Kleinen. So, fertig gegessen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Fitnessraum und möchte gleich bei einer Yoga-Session mitmachen. Genau, hier drinnen findet dann wohl das Yoga statt. Ich bin ein bisschen früh dran. So, Yoga war auch sehr cool. Ich suche jetzt meinen Mann, der ist gerade mit dem Kleinen im Kinderwagen spazieren und löse ihn ab, damit er auch mal ein bisschen Zeit für sich hat. So, wir wollten jetzt mit dem Kleinen auch mal in den Babypool gehen. Sehr cool, dass es hier auch so einen Sonnenschutz gibt. Das finde ich echt super. Hallo, meine Lieben. So, es ist leider schon der vorletzte Tag angebrochen. Morgen reisen wir tatsächlich schon wieder ab. Das Wetter ist auch leider ein bisschen schlechter geworden. Also, es ist ein bisschen bewölkt und auch ein relativ kühler Wind, also müssen wir schauen, was wir heute machen. Ich glaube, wir können heute nicht so viel Zeit mit dem Kleinen draußen verbringen, außer es wird noch mal besser. So, mein Mann ist jetzt hier gerade am Kraulen. Ja, wie man sieht, ist das Wetter leider heute nicht ganz so sonnig. Mal schauen, was wir heute machen. So, wir sind jetzt hier gerade am Robby-Club. Genau, hier kann man ja seine Kinder dann normalerweise abgeben. Also hier gibt es da Betreuung für Kinder ab 2 Jahren. Dafür ist unserer noch zu jung leider. Ja, hier gibt es auch einen schönen Spielplatz. Oh, voll süß. Er hat irgendwie heute das Krabbeln angefangen. Also vorher ist er eigentlich immer so gut wie immer nur gerobbt und jetzt ist er tatsächlich hier mal ein ganzes Stück gekrabbelt. Hallo, meine Lieben. Ja, leider ist heute schon wieder unser Abreisetag. Ja, es war leider ein kurzer Urlaub und ging viel zu schnell vorbei. Es war aber richtig schön
Und ja, wir sind sehr traurig, dass wir heute schon wieder zurück nach Deutschland fliegen müssen. Wir gehen jetzt noch ein letztes Mal frühstücken und dann ja, werden wir dann um 10 Uhr mit dem Shuttle wieder zurück zum Flughafen gefahren und um 13.30 Uhr geht dann unser Flug. So, wir sind jetzt eben am Flughafen angekommen. Ja, die Fahrt war ein bisschen anstrengend, der Kleine war irgendwie sehr quengelig. Ja, krasserweise regnet es gerade sogar, wie man hier sieht. Ja, und jetzt geht es zum Check-in und dann leider schon wieder zurück nach Deutschland. Hallo meine Lieben, so, wir sind jetzt leider wieder aus dem Urlaub zurück. Ja, gestern Abend zurückgekommen, hat alles eigentlich ganz gut geklappt. Ja, ich wollte einfach noch mal kurz ein bisschen mein Fazit zum Urlaub sagen. Also wir fanden es wirklich sehr, sehr cool. Ja, es war einfach super angenehm, also wirklich eine sehr schöne Anlage. Ja, mit irgendwie tollen Pools, wo man gut schwimmen kann, viele Sportmöglichkeiten. Man hat wirklich alles bekommen, was man fürs Baby braucht. Also ein Babybett, eine Krabbeldecke, einen Windelmülleimer und alles Mögliche. Auch so, ja, die Essensmöglichkeiten für den Kleinen waren auch super. Also es gab irgendwie Babybrei, aber auch einfach beim Buffet halt sehr viel Essen, was auch für ihn in Frage kam. Und er hat eigentlich wirklich nur fast nur ein Buffet bei uns irgendwie mitgegessen. Also das war richtig cool. Und auch so war es auch auf jeden Fall immer sehr gut möglich, irgendwie zu schauen, dass er einfach seine Bewegung bekommt. Also wir waren mit ihm am Strand, dann am Rasen beim Pool zum Beispiel oder dann halt beim schlechten Wetter auch mal im Robbyclub. Da konnte er dann auch einfach ein bisschen rumtouren, da gab es sogar auch Spielsachen und so weiter. Und ja, auch mein Mann und ich konnten auch auf jeden Fall ein bisschen Kraft wieder tanken. Ist natürlich klar was anderes, als wenn man jetzt irgendwie einen Urlaub ohne Baby macht. Das ist klar, der Alltag geht natürlich irgendwie schon so ein Stück weit weiter. Aber wir haben uns einfach sehr viel abgewechselt. Mein Mann hat den Kleinen auch sehr oft mal genommen und dann konnte ich auch relativ viel machen. Also ich hatte ja Yoga gemacht, Aquafitness, ich war mehrfach schwimmen, ich hatte eine Massage und so weiter. Also das war schon auf jeden Fall sehr cool. Und mein Mann hat natürlich auch ein bisschen was für sich machen können, hat irgendwie ein bisschen gelesen und eben auch öfters mal schwimmen gewesen, auch bei dem Kraulkurs teilgenommen. Und ja, von daher war es auf jeden Fall sehr cool. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt der günstigste Urlaub, muss man natürlich schon sagen. Aber man bekommt halt einfach sehr viel. Und ja, wie gesagt, ich glaube jetzt gerade so für Familien mit Kindern ist schon auf jeden Fall sehr cool. Also uns hat es auf jeden Fall gefallen. Wir können es auf jeden Fall weiterempfehlen und werden es auch sicherlich in Zukunft mal wieder machen. Ja, und ansonsten, wenn ihr bis dahin noch irgendwelche Fragen habt zu unserem Urlaub, zum Cluburlaub, zum Robinson-Club, wie auch immer, dann stellt sie gerne einmal unten in den Kommentaren. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mich unterstützt und mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr in Zukunft noch viele weitere Videos von mir sehen wollt, aus meinem Leben, aber auch rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und dem Leben mit Baby, dann abonniert sehr gerne einmal meinen Kanal. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.